Genau. Okay, was ist hier das Problem? Ah, okay, das habe ich ja immer noch nicht gelöst. Stimmt, stimmt, stimmt. Aber mein Siedeverkehr hat sich hier schon verbessert, obwohl hier noch Stau ist. Also wegen dem hier. Da kommen auch schon mehr Leute vorbeigefahren. Warum da Verkehr oder Stau ist. Eigentlich wäre es besser, so eine unterirdische Straße zu machen und hier ran zu hämmern. Wäre wahrscheinlich die beste Lösung. Die mir jetzt einfällt. Mann, ist das schlimm. Die mir jetzt einfällt. Dum-dum-dum-dum-dum. La-la-la-la. Ich probiere es einfach mal. Kann ja eigentlich nicht schief gehen. Nein. So. Ist es vielleicht besser? Wenn die ganzen Autos jetzt dort reinfahren, dann kommen die sie wahrscheinlich auch nicht mehr so schnell in die Quere. So. La 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 la. Ah, da habe ich noch mal eine viel bessere Idee. Wie ich das Problem wahrscheinlich auch lösen kann. Einmal so. Okay, da ist die Autobahn nicht auf. Nicht, dass da Wasser reinläuft oder so. Und dann noch mal. Falls hier ein paar Leute entlangfahren wollen. Können ja noch mal da lang. So. Ja, ich bin jetzt wirklich mal gespannt, ob sich hier alles regulär verbessert. Na, komm, fahrt rein. Ja, und? Okay, der will da lang. So wie es aussieht, müsste sich oder hat es sich schon verbessert. Na, hier noch ein paar Auswirkungen wegen hier, wegen dort. Da könnte man auch irgendwas hinbauen. Na, das gibt es nicht, aber vielleicht irgendwas Kleines, Nettes. Ah, da habe ich eine coole Idee. Da könnte man so einen Park hinbauen. Da bauen wir einfach eine Straße, so einen Gehweg. Weg von hier. Gefällt er zu steil? Bau mal. Ich weiß nicht, geht das? Können wir hier so ein Ding hinbauen? Wenn ja, das wäre dann richtig cool. Ah, und noch so irgendwie. So, und dann hier noch mal. Kommt immer weniger Wasser raus, ist aber auch irgendwie cool. Weiß nicht, kann man das hier oben irgendwie festmachen? So würde es gehen. Ja.
So, weil dann ist hier die Fläche frei und da könnte man zum Beispiel... Gebäude muss neben der Straße natürlich. Müssen wir noch eine Straße platzieren. Müllberge. Aber welchen Park soll man hinbauen? Den hier? Was ist das? Botonischer... Ja. Der macht sich doch gut hier. Ja. Komm, weg damit. So. Okay, dann baue ich hier wieder den Weg. Nein, dann baue ich den halt nochmal. Man sieht es irgendwie nicht so hübsch aus, aber... Ah, das sieht überhaupt nicht hübsch aus. Ja, so. Okay, Strom braucht das Ding. Und Strom kriegt das Ding. Oder geht auch Windkraft? Da bauen wir ein Windrad hin. Mit einer Anbindung zur Stadt. Wenn es irgendwie wieder verbunden ist. So, braucht nur noch eine Straßenanbindung, aber es hat ja eigentlich einen Weg. Eine Weganbindung und... Bin mal gespannt, ob irgendwelche Leute darunter gehen, den Weg unten finden, keine Straßenanbindung. Im Normalbetrieb. Läuft also normal. Okay. Bin mal gespannt, ob das so funktioniert. Weil wenn, dann wäre das eigentlich irgendwie voll cool. Wenn hier dann noch einigermaßen das Wasser fließen würde. Stau gibt es ja nur. Ach du meine Güte. Was tue ich hier? Was tue ich hier? Ja. Hat sich vielleicht verbessert. Weiß noch nicht, ob jetzt hier Leute nach links. Na doch, viele fallen jetzt nach links. Auf die linke Spur rüber. Vielleicht funktioniert das ja. Okay. Der Stau hier ist eigentlich nicht mehr so richtig ein Stau. Oh, es wird nachts. Oh, schön. Die Wölkchen, der Nebel. Okay, es funktioniert sogar. Ich laufe jetzt die ganzen Leute entlang. Ach, wie schön. Laufen da rein in den botanischen Garten. Könnte ich eigentlich... Da könnte ich wirklich eigentlich nochmal... So. Ein Hinweis, was ist das? Okay, das ist ein Vogel. Dann baue ich doch gleich... Ach, das ist toll. Ach, das ist eine Brücke. Deswegen. So. Nein, das ist so groß. Das ist so groß. Das hier ist wiederum... Okay. Na, das hier mache ich aus.
könnte ich eigentlich, weil sie das jetzt hier so anbietet, vielleicht... Geht es irgendwie? Ist was Hübsches, doch irgendwie. Mit viel Geschick. Irgendwie wäre das nicht so richtig. Sieht irgendwie komisch aus, aber auch sieht interessant aus, muss man sagen. So. Also ich finde es schön. Schön abgelegen. Schön, schön. Muss ich kurz mal schauen. Haben die Leute... Ach so. Okay, hier sehe ich gerade, diese ganze Stadt hat natürlich eine Verbindung hierhin, aber das... Ach genau, das wollten wir noch machen. Deswegen fahren hier wahrscheinlich die ganzen Leute rein, weil die keine Anbindung haben. U-Bahn-Station wollten wir ja noch machen. Das war es. Vielleicht regelt sich dadurch dann der Verkehr, könnte ich mir jetzt vorstellen. Aber das würde ich... Ah, ich weiß nicht. Das hier haben wir jetzt eigentlich geschafft. Einfahrt. Ausfahrt. Hier. Hier ein bisschen. Und da. Eigentlich haben wir jetzt das Wichtigste schon gemacht. Bearbeitet und... Es waren auch weniger Leute entlang. Okay, doch nicht. Ich bin eigentlich im Großen und Ganzen zufrieden, muss ich sagen. Würde ich aber dann... Warum werden denn hier alle traurig? Ist da irgendwas passiert? Ist der Zug entgleist oder so? Ich weiß nicht. Aber ich würde dann wirklich gerne das Gebiet hier damit verbinden. Entweder mache ich das jetzt noch kurz oder ich mache es in der nächsten Aufnahme. Ach komm, ich mach's jetzt noch kurz. Es macht ja nichts. Sonst bin ich nächste Aufnahme wieder raus. Nächste Session und dann... Ja. Gibt's wieder... Mord und Totschlag. Wenn sich der Profispieler nicht auskennt bei seinem Spiel. Okay. Ich weiß noch nicht, wie ich die Folge jetzt schneide. Wahrscheinlich entweder werden es mehrere oder es wird eine, aber wenn es eine wird, dann ist sie schon mega übertrieben. Ich mache daraus wahrscheinlich doch mehrere Folgen. Und am 20. Vielleicht mache ich da... Ich mache da noch ein Infovideo. Am 20. fahre ich mit meiner Familie in den Urlaub nach Kroatien. Da bleibt man dann so 10 Tage etwa. Videos vorproduzieren werde ich natürlich auch. Und ich habe mir auch so vorgestellt, dass ich vielleicht dann auch anfange irgendwas mit Vlogs. Vielleicht mache ich da auch mal so einen Vlog oder so. Wie es ja gerade so ist. Und so weiter. Wird auf jeden Fall mal... Ah, nein! Nein! Das geht ja gar nicht wegen diesem blöden Affenkanal. Jetzt muss ich hier außenrum. Das ist doch voll blöd. Warum geht das nicht? Warum kann man nicht einfach hier unter dem Kanal entlang bauen? Das ist... Ich weiß, ich finde wirklich toll, dass es Kanäle gibt. Aber ich finde nicht toll, dass so etwas da nicht funktioniert. Naja, da haben wir es jetzt so verbunden. Dann B. Dings hier. Ich noch kurz die Linie.
so, so und so. Und dann nochmal hier rüber. Und wieder zurück. So, und dann verbinde ich hier kurz nochmal eine Route. Eine Route. Na, und dann so. Ich habe mich ja einmal das letzte Mal beschwert, dass diese Routenplanung irgendwie ganz kurios und komisch ist, aber inzwischen finde ich die auch einigermaßen okay. So. Ah, das hier noch. Wieder hier zurück. So, jetzt habe ich das Industriegebiet hiermit verbunden und bin mal gespannt, ob die ganzen Leute hier dann die U-Bahn nehmen. Das könnte man eigentlich gleich mal kontrollieren. Da fährt sogar schon eine. Hier auch, weil die sind bestimmt hundertprozentig dankbar, dass hier auch mal U-Bahn entlang fahren. Weil somit verdienen wir dann noch mehr. Und andersrum gibt es dann auch weniger Stau, weil nicht so viele Leute mit ihrem Auto rumfahren, sondern mehr Leute hier die U-Bahn benutzen. Was dann auch wiederum Vorteile mit sich bringt. So. Dann schaue ich jetzt mal, bringen die U-Bahnen hier etwas an? Ja, tatsächlich. Leute fahren an, weniger Leute fahren mit ihren Autos rum. Finde ich so schöner. Ja, dann kann man auch dieses Städtchen hier damit verbinden und dann auch hier Linien rüberziehen. Ich würde dann doch gerne hier nochmal eine verbinden. So. Hier, zack, zack. Zack, zack und zack. So, haben wir eine weitere verbunden. Finde ich schön und okay. Und da würde ich sagen, das war's es. Das war's es, das war's es. Ach genau, das Problem hatte ich, muss transportiert werden. Ich glaube, die ganzen Leute kommen damit nicht hinterher. So. Klatschen wir mal zwei Krematorien hin. Hier ist es eigentlich noch okay, oder? Eigentlich ja. Aber ich mache hier doch noch mal eins hin, weil ich hatte in dieser Welt, wo ich ja kopiert habe, ein bisschen rumgetestet habe, das Problem, es gab so viele Tote, die abtransportiert werden mussten. Irgendwas hat dann nicht mehr gestimmt und dann, ja, waren viele oder fast die halbe Stadt verlassen und somit kam ich dann in das Minus. In die roten Zahlen. Und wenn ich das wahrscheinlich verhindere, kann es wahrscheinlich was werden. Weil wie man sieht, hier geht es jetzt eigentlich mit dem Stau. Deswegen. Wegen ein paar Ampeljonen. Was? Achso, ja. Ach, die schöne Musik. So, jetzt fahren die Autos noch mehr und noch besser hier entlang. Weil ich glaube, das war auch ein kleines Problemchen, die zwei Ampeln, dass sich hier nochmal was angestaut hat. Weil jetzt geht es der Stadt eigentlich schon relativ besser. So, ich schmeiße dann auch ein bisschen Budget Müll mal noch ein bisschen weiter hoch auf 103.
Oder zwei mache ich es mal. Das sind wir ja auch mal auf 102, weil mir ist auch passiert, ich weiß auch nicht, was da los war. Viele Gebäude sind einfach abgebrannt. So, 33 und 59 passt doch. Ist wunderbar. Gut besucht hier, die Gegend. Und... ah, wenn es so ist, dann baue ich natürlich hier doch nochmal Polizeirevier auf, dass die ganzen Verbrecher nochmals verschwinden. Weil ich habe wirklich keine Lust, dass hier irgendwas im Bach runtergeht. So. Müllverbrennung ist eigentlich okay, stelle ich aber dennoch nochmal hoch auf 105%. Und damit würde ich sagen, das war's wieder mit dieser Session City Skylines. Wir sehen uns in der nächsten Session und oder Folge wieder. Und ich würde sagen, wir haben wieder viel geschafft. Gut, dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Danke fürs Zuschauen und tschüss.